Ihr könnt die Daten eurer alten PlayStation 4 ohne Probleme auf die PS4 Pro übertragen. Wie das geht, zeigen wir hier. Mit der neuen PS4 Pro steigen viele direkt auf die neue Konsole um und verkaufen die alte PS4. Aber was machen wir mit den Gigabyte an Daten, die noch auf der alten Konsole sind? Die lassen sich ganz einfach auf die PS4 Pro umziehen. Dazu habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal die direkte Datenübertragung, wenn ihr beide Konsolen gleichzeitig parat habt. Und einmal die Übertragung mit einer mobilen Festplatte. Wichtig: Für beide Übertragungsmöglichkeiten muss bei den beiden Systemen der gleiche Nutzer angemeldet sein. Wenn ihr beide Konsolen bereit habt, müsst ihr zunächst beide Konsolen anschließen und mit dem gleichen Netzwerk verbinden. Das kann das gleiche Drahtlosnetzwerk sein, für eine garantiert schnelle Verbindung empfehlen wir aber, beide Geräte mit einem LAN-Kabel ans Netzwerk anzuschließen. Mit den Kabeln oder einem stabilen WLAN-Netzwerk dauert die Übertragung je nach Netz unterschiedlich lang. In unserem Beispiel rechnet die PS4 Pro für 142 GB mit 20 Minuten. Unsere Verbindungsgeschwindigkeit ist mit 400 Mbit pro Sekunde allerdings auch sehr hoch. Rechnet also mit längeren Wartezeiten. Im Durchschnitt spricht man von einer Stunde für 150 GB. Die PlayStations dürfen während des Vorgangs, der nach manchen Berichten bis zu 9 Stunden dauern kann, nicht ausgeschaltet werden. Wer die PlayStations im Schlafzimmer hat und beim Surren des Ventilators nicht schlafen kann, sollte den Transfer also möglichst nicht abends starten. Um die Übertragung zu beginnen, braucht ihr das Bild der PS4 Pro. Die alte PS4 müsst ihr momentan nicht einsehen. Wenn beide Konsolen eingeschaltet sind, geht ihr in den Einstellungen auf System und wählt die Option von einer anderen PS4 übertragen aus. Auf dem Bildschirm sollte die Anweisung erscheinen, den Powerknopf der alten PS4 zu drücken, bis sie piept. Jetzt könnt ihr auswählen, welche der Daten ihr übertragen wollt. Danach müsst ihr nur noch entscheiden, ob ihr auch die aktivierten Nutzerkonten übertragen wollt. Wenn mehrere der aktivierten Accounts eure alte PS4 als primäre Konsole eingestellt haben, müsst ihr euch mit jedem dieser Accounts einzeln einloggen. Danach startet die Übertragung automatisch. Je nach Voreinstellung müsst ihr dann eventuell euer PSN-Passwort eingeben. Gratulation, ihr habt es geschafft. Jetzt könnt ihr auf der PS4 Pro weiterspielen. Wer instabiles oder sehr langsames Internet hat oder die PlayStations nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort nutzen kann, kann die Datenübertragung auch per externem Speichermedium starten. Dazu braucht ihr zunächst das Bild der alten PS4. Geht da in den Systemeinstellungen auf Sichern und Wiederherstellen und wählt als Ziel das angeschlossene Medium, zum Beispiel eine mobile Festplatte. Kontrolliert aber vorher, ob genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, sonst schaut ihr, so wie wir, in die Röhre. Unter Einstellungen und dann Initialisieren setzt ihr die alte PS4 als Primärkonsole zurück. Dann steckt ihr die Festplatte an die PS4 Pro an und wählt in den Systemeinstellungen Sichern und Wiederherstellen. Nachdem die Daten übertragen worden sind, mit USB 3.0 Anschlüsseln kann das bedeutend schneller gehen als mit einem faulen Netzwerk, wird die PS4 Pro neu gestartet. Allerdings sind die Accounts dann noch deaktiviert, sodass ihr euch noch einmal anmelden müsst. Wie steht ihr zur PS4 Pro? Kauft ihr euch eine und verkauft die alte PS4? Spielt ihr auf beiden gleichzeitig oder bleibt ihr bei der alten, bis die neue Konsolengeneration da ist? Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare.